Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei Mike Kauschke, unser leitender Redakteur des Evolve-Magazins. Mike, hallo. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Mike, wir haben wieder mal ein Evolve-Magazin fertiggestellt. Und wir haben das diesmal genannt Kunst öffnet Welten, 100 Jahre Beuys und die Folgen. Magst du aus deiner Sicht mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wie wir zu diesem Thema kamen? Und ja, wie wir zu diesem Thema kamen. Ja, gerne, danke. Ja, ich glaube, Kunst begleitet uns ja in die Wolf auch irgendwie ständig. So, also wir haben ja, so empfinde ich das, immer auch die Kunst mit als eine Perspektive auf eigentlich jedes Thema, was wir bewegen. Und wir haben ja beim letzten Mal das Thema Wissenschaft, ihre Grenzen, ihre Macht angeschaut. Und ich fand das spannend, wie sich eigentlich dieses Thema jetzt Kunst wirklich mal in den Mittelpunkt zu stellen oder in den Schwerpunkt zu stellen, daraus irgendwie auch ergeben hat. Also für mich ganz konkret war das eine sehr besondere Erfahrung, dass ich in den Evolve-Salons, an denen ich beteiligt bin, eigentlich im Gespräch so zu Ende hin immer die Frage nach der Kunst kam und gar nicht so jetzt die Frage Kunst als eine bestimmte Form von Betätigung oder Kunst, Kunstgalerien und so, sondern mehr, dass irgendwie diese Vertiefung der Fähigkeit und der Grenzen von Wissenschaft irgendwie auch danach ruft, dass es da doch noch eine vielleicht ergänzende Form gibt, Welt zu verstehen, zu erfahren und zu gestalten. So, und da kam irgendwie eben diese Frage nach dem Schöpferischen, nach dem Ästhetischen, eben nach dem Künstlerischen so rein. Und so habe ich das auch in unseren Redaktionsdialogen empfunden, dass nach dieser Vertiefung in die Wissenschaft die Frage war, ja, wie kann denn auch diese Grenzen, die die Wissenschaft hat und natürlich auch ihre Relevanz und Fähigkeit und Würde, vielleicht durch einen künstlerischen Blick noch ergänzt, vertieft oder zu einer Synergie gebracht werden. Und in dem Kontext war natürlich das mit dem Beuys-Jubiläum auch ein Stück weit so dann ein Anlass, weil Beuys natürlich jemand ist, der das sehr stark auch Kunst in diesem Sinn verstanden hat. Ja, genau. Sehr interessant, dass dieses Heft sozusagen zwei Wurzeln hat. Und du hast jetzt beide angesprochen. Das eine ist, dass es aus der Weiterentwicklung unseres letzten Themas, Wissenschaft, ihre Grenzen, ihre Macht, kam. Und eben andererseits, dass wir die Tatsache aufgegriffen haben, dass einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, dem wir noch dazu auch in unserer Arbeit sehr verbunden sind, auch dazu, glaube ich, sollten wir nachher noch sprechen, seinen 100. Geburtstag feiert, Joseph Beuys. Und wir hatten, wie wir so den Titel andachten für den Cover, das ist ja immer auch so eine Diskussion bei uns, was kommunizieren wir mit dem Covertitel? Eine Idee, die nachher nicht funktioniert hat, weil sie zu sperrig ist, ist Kunst als Wissensform. Und das spricht schon einiges an, was wir versucht haben, hier anzusprechen, weil in der letzten Ausgabe und diejenigen Hörer und Hörerinnen, die die Ausgabe gelesen haben, werden das ja wissen, sind wir auch dem nachgegangen, wie die Wissenschaft und vor allem die scientistische und technische Wissenschaft auch eine Wahrnehmungsverkürzung in das Berechenbare, in das Effiziente darstellt und wie unsere Kultur sozusagen auch von dieser Wahrnehmungsverkürzung unter ihr leidet. Und hier, du hast das auch mit angesprochen, einfach mal mit in den Blick zu nehmen, dass Kunst mehr ist als was Hübsches, was Schönes, selbst mehr als was Ergreifendes, sondern dass Kunst uns was lehrt, dass Kunst uns lehren kann, dass Ästhetik uns etwas über Wirklichkeit lehren kann, was Wissenschaft vielleicht so nicht kann. Und dass Kunst vielleicht auch ernst genommen werden will, als eine andere Form, uns mit Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Das war so eine der Ideen. Und Beuys steht natürlich
in einem sehr radikalen Ausmaß als jemand, der das in einer sehr provozierenden Weise in den 60er, 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts so gemacht hat. Und wir fanden das eine spannende Kombination. Ja, und Beuys ist ja in dem Sinne da auch wirklich so ein Pionier. Also ich habe dann auch in der Arbeit an dem Magazin auch nochmal diese Größe und Radikalität dieses erweiterten Kunstbegriffs so tiefer verstanden, der wirklich auch das schöpferische, ästhetische aus diesem Kunstbetrieb auch befreien wollte und wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Also weil Kunst hat ja, das Schöne an der Kunst ist ja, dass da ganz viel auch eben wirklich kreative, schöpferische Energie lebt, jedenfalls in den Künstlern selber und dem, was da kommuniziert wird. Und bei Beuys habe ich so das Gefühl, dass da so diese Energie dem ganzen, soll man sagen, dem ganzen gesellschaftlichen Organismus zugeführt werden sollte oder darin belebt werden sollte, so in seiner Idee. Und das ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig das auch ist für so eine Erneuerungskraft oder Visionskraft einer Gesellschaft, dass es diese Energie braucht und die auch gefördert, unterstützt und belebt werden kann und vielleicht muss auch. Das ist auch etwas, was in der Arbeit in den letzten 3 Monaten und dieser Ausgabe mir klarer geworden ist, dass dieser erweiterte Kunstbegriff, mit dem Beuys arbeitet, eigentlich nur insofern eine Erweiterung ist, als er die Kunst aus einem Exil befreit, nämlich aus dem Exil der Museen. Und dass Kunst, wenn man ihren menschlichen Ursprüngen nachgeht, eben nicht in den Museen gehangen ist, sondern Teil unserer Auseinandersetzung und unserer Erfahrung mit Wirklichkeit war. Ich habe das auch versucht, in meinem Artikel anzusprechen, dass, ob das jetzt die Höhlenmalereien vor 30.000 Jahren in Südfrankreich waren, ob das griechische mythologische Kunst war oder auf etwas, was ich mich speziell bezogen habe, auf einen gotischen Altar am Wolfgangsee, den ich einfach gern mag, der ein wunderbarer gotischer Altar ist. Und wenn man mal nachschaut, wie dieser Altar, es ist ein Marienaltar in St. Wolfgang am Wolfgangsee, im 15. Jahrhundert geschnitzt worden ist, der ist nicht geschnitzt worden als etwas, das einfach schön irgendwie in der Gegend rumhängt, sondern das war Teil eines liturgischen Alltags oder eines liturgischen Lebens. Da ist etwas den Gläubigen eröffnet worden, das hat mit ihrer mythologischen Wirklichkeit zu tun. Das heißt, in diese Kirche zu treten, so ein Flügelaltar hat noch dazu die Eigenschaft, dass er die meiste Zeit im Jahr geschlossen ist und zu den Feiertagen geöffnet wird. Das heißt, in den liturgischen Hochtagen wird hier etwas sichtbar, was normalerweise verschlossen ist. Das ist in sich schon eine interessante ästhetische Bewegung, etwas verschlossen zu halten und an besonderen Tagen zu öffnen, den Blick für etwas zu öffnen, was einem gläubigen Christen des 15. Jahrhunderts wesentlich ist. In dem Fall die Krönung der Mutter Gottes. Und ich habe das in einem Artikel so geschrieben, dass hier sich eine Wirklichkeit zeigt, die mindestens so wirklich ist wie der Wind über dem Wolfgangsee oder der Schnee, der fällt. Einfach zu sehen, das waren Zugänge zu Wirklichkeiten. Und das haben wir in einer Welt, die in der eigentlich nur mehr wirklich ist, was messbar, was vermessbar und irgendwie instrumentalisierbar ist, dieser wissenschaftliche Wirklichkeitsbegriff, da hat das eigentlich nur mehr im Exil, im Museum Platz. Und meine These ist, dass jemand wie Beuys versucht hat, diesem Mysterium der Kunst in der Mitte der Gesellschaft wieder Platz zu machen und dass seine oft auch so schräge, überfallsartige Art und Weise mit Ästhetik umzugehen. Ich habe das so ein bisschen bin eine Guerillataktik benannt, einfach in einem Umfeld, in dem das andere, nämlich diese wissenschaftliche Wahrnehmung von Welt, absolut dominiert, hier einfach überfallsartig reinzukommen, was aufzureißen und dann, bevor man angegriffen werden kann, wieder zu verschwinden, um dem Mysterium Raum zu geben. Und die These ist ja auch dadurch untermauert, dass er einen Satz
geprägt hat, den, für den jeder kennt, das Mysterium findet am Hauptbahnhof statt. Ich glaube, dieser Satz spricht sehr dafür, dass es im A, um was immer das heißt, ein Mysterium geht, dass seine Kunst nicht einfach eine Behübschung ist oder eine ästhetische Nettigkeit, eine ästhetische Erhebung, sondern ein Mysterium. Und dass es darum geht, das mitten in der Gesellschaft, also zum Hauptbahnhof zu bringen. Und insofern denke ich, dass er da sehr nah dran ist an dem, was wir mit diesem Heft auch versucht haben, gemeinsam anzudenken und Menschen einzuladen, uns ihre Gedanken dazu zu nennen. Mhm. Ja, und ich finde das spannend mit der Mitte der Gesellschaft, weil er hat natürlich diese auch so, sage ich mal, Kunstobjekte produziert, aber die waren eigentlich immer auch mit Prozessen verbunden, mit Gesprächsprozessen, mit Interaktion. Also das hat der Volker Harlan sehr schön so eingebracht, der Beuys auch selbst kannte, mit ihm auch Veranstaltungen gemacht hat. Also wie Beuys eigentlich immer Gespräch produzieren und provozieren wollte. Also seine Arbeiten waren eigentlich immer natürlich einerseits ein künstlerischer Ausdruck, aber eigentlich wollte er, war das der Anfang, so verstehe ich ihn da auch, der Anfang von einem Gespräch, von einer Auseinandersetzung, auch von einer Provokation oder auch eben vielleicht eben in dieser Guerilla-Art auch wirklich was zu verstören, zu aufzureißen, zu durchbrechen, also irgendwie in so ein Gefüge, was ja auch sich dann in dieser Zeit nach dem Krieg so gebildet hat, dieses sehr stark industrielle Denken und Wiederaufbau und so, ganz stark rational begründet. Ja, das fand ich ganz schön, wie du das beschreibst, ja auch diese Öffnungen für das Mysterium da irgendwie reinzubringen und nicht nur als etwas, sage ich mal jetzt nur so, oder nicht nur, aber so spirituell Transzendentes, sondern auch mitten unter die Menschen, also in das Gespräch miteinander und mit, sage ich mal, tiefen Menschheitsfragen. So. Mhm. Eine der Eigentümlichkeiten in der Produktion dieses Heftes bestand darin, das hat uns alle überrascht, dass eigentlich in jedem der Interviews, die wir geführt haben, eine dieser Aktionen, die du angesprochen hast, von Beuys irgendwie zu Wort kam. Es gibt so diese berühmten Aktionen mit dem Kojoten in der Galerie in New York oder Beuys erklärt dem toten Hasen die Kunst oder die Honigpumpe auf der Documenta in Kassel. Und in verschiedensten Gesprächen kamen wir immer auf diese Aktionen zu sprechen und die haben auch in diesen Interviews eine große Rolle gespielt. Das ist zum Beispiel das Gespräch, das ich mit Bodo von Plato geführt habe, jemanden, den ich einfach sehr schätze mit seinem eigenen Zugang zur Ästhetik und seinem eigenen Verständnis zur Ästhetik, der dann in dem Gespräch auch diese Aktion, viele kennen sie und wer sie nicht kennt, man kann sie im YouTube noch immer anschauen, Beuys erklärt einem toten Hasen die Kunst. Völlig absurd, wenn man das im Video sieht. Ich habe es natürlich auch nur im Video gesehen. Er mit dem gold angemalten Gesicht hat einen toten Hasen in der Hand und rennt in der Galerie oder schreitet in der Galerie von Bild zu Bild und erklärt diesem toten Hasen die Bilder. Und man kann jetzt viel drüber erklären und das ist meines Erachtens auch angebracht, weil es wahrscheinlich auch darum geht, eben nicht Kunst zu zererklären, aber viel eigentümlicher oder viel wesentlicher erscheint mir die Absurdität dieser Situation, die Schmerzlichkeit dieser Situation. Und wir kamen dann in dem Gespräch mit Bodo von Plato, in dem Gespräch auch zu einem Ausdruck, das hatten wir militante Verletzlichkeit genannt. Wir haben dann dieses Interview sogar diesen Titel gegeben, militante Verletzlichkeit. Und das hat damit zu tun, wie Bodo von Plato in seinem eigenen Verständnis von Ästhetik auch anspricht, so zumindest mein Verständnis von dem, was er sagte, dass Ästhetik ohne Verletzlichkeit nicht geht. Das heißt, wirklich der Welt in Verletzlichkeit zu begegnen, ist in sich, ich sag's mal so hochgestochen,
ein ästhetischer Erkenntnisakt. Das ist eben anders als eine, unter Anführungszeichen, objektive Erkenntnis der Wissenschaft, wo man irgendwie etwas in Datenanalysen nachvollziehbar und vor allem nachrechenbar vollzieht. Diese Verletzlichkeit von der Wirklichkeit in ihrer Schönheit, aber auch teilweise ihrer Schrecklichkeit angesprochen zu werden und dieses angesprochen werden auszudrücken, lasst uns etwas von Wirklichkeit, auch von gesellschaftlicher Wirklichkeit erkennen, das mehr ist als eine wissenschaftliche Analyse, aber was Erkenntnis ist und vor allem eine wichtige Erkenntnis ist, ohne der wir in der Welt radikal verarmen und insofern auch einfach das Argument, wie wichtig Kunst ist, um mit der Welt umgehen zu können. Ja, und auch Welt zu gestalten, weil was ich da spannend fand, auch in diesem Gespräch, also diese Verbindung von Militanz und Verletzlichkeit, die ist ja erstmal sehr herausfordernd, also mir ging es so. Aber irgendwie habe ich dann auch in der Reflexion gemerkt, auch, dass das eigentlich auch auf Beuys zutrifft und irgendwie auch auf einige der Artikel, die wir dann im Magazin haben, also das ist diese Verletzlichkeit, dass Ästhetik, dass Kunst aus dieser Verletzlichkeit ja kommt, wie du es beschrieben hast, oder der Bodo von Plato sagt ja auch, Kunst, die nicht berührt, ist keine Kunst, sagt er einmal in dem Interview, also dass diese Berührungsfähigkeit, aber gleichzeitig ist es eben nicht nur etwas jetzt Privates, wo man irgendwie diese Berührung, sage ich mal, erfährt, für sich, sage ich mal, als innerliche Erfahrung, sondern dass aus dieser Berührtheit und dem, was dadurch in Gang gesetzt wird, auch eine Antwort kommen kann, eine schöpferische, gestalterische Antwort, die auf die reale Welt, auch auf den Schmerz der Welt, das Gebrochensein der Welt antwortet oder antworten will. Und darin liegt dann für mich, so verstehe ich das mit der Militanz, dass diese Antwort eben auch manchmal vielleicht vehement sein kann in der existenziellen Konsequenz oder Radikalität vielleicht. Und das fand ich jetzt beim Bodo von Plato so spürbar, aber wir haben ja auch mit einer Frau, Skeena Rator von Extinction Rebellion, gesprochen, wo ich das Gefühl hatte, da kommt das auch zum Ausdruck, diese Verletzlichkeit angesichts der ökologischen Krise, in der wir heute sind. Und die Frage, ja, wie antworten wir darauf und wie finden wir eine Antwort, die vehement ist, die auch vielleicht in gewisser Weise militant ist, aber eben nicht aus Gewalt oder so oder ein gegen jemanden, sondern irgendwie die schöpferischen Kräfte des Menschen so in den gesellschaftlichen Raum rufen und dort auch zum Ausdruck bringen. Also diese Verbindung, merke ich, ist vielleicht sogar ein Vermächtnis von Beuys, weil er das eben auch so in einer gewissen Militanz oder Vehemenz seine Arbeit auch betrieben hat und in den gesellschaftlichen Diskurs gebracht hat, auch oft sehr provokant. Und da merke ich so eine durchgehende Strömung auch in dem Heft. Ja. Ich meine, ein Vermächtnis von Beuys sind auch diese Künstler, die bei Beuys gelernt haben und die sozusagen jetzt auch mit Beuys gesprochen die Flamme weitertragen. Und mit Flamme meine ich auch diese Flamme des erweiterten Kunstbegriffes und die Flamme der sozialen Plastik. Einer der Hauptschülerinnen von Beuys, die Shelley Sachs, die ja auch in London soziale Plastik unterrichtet seit vielen Jahren und die auch tief mit Kassel verbunden ist und mit dem Nachlass von Beuys Wirken in Kassel. Mit ihr hatte ich ein langes Gespräch und Shelley Sachs steht im Vielen einfach für die Kraft dessen, was soziale Plastik wirklich leisten kann. Und in dem Gespräch kam, glaube ich, auch viel von dem heraus. Eine Sache, die mich besonders angesprochen hat oder die wo ich froh war, das mit ihr ansprechen zu können, war ihre Betonung der Kraft der Imagination. Und so wie ich das verstehe, heißt das auch Imagination, und Kunst hat natürlich und Ästhetik viel mit Imagination
zu tun, ernst zu nehmen, insofern als in dieser bildlichen Wahrnehmung. Das ist auch etwas, was von Goethe kommt. Also Shelley Sachs bezieht sich hier auch sehr stark auf Goethe, auf dieses bildliche Denken und die bildliche Wahrnehmung, dass hier etwas sich an Wirklichkeit zeigt, das über die oberflächliche Wirklichkeitswahrnehmung hinausgeht. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dieser bildlichen Wahrnehmung, diesem imaginativen Denken Raum zu geben, dass sozusagen in dem Symbolhaften, wenn eine Sonne nicht nur einfach ein heißer Ball ist, der, ich weiß nicht, wie viel tausend Kilometer entfernt vor uns steht und die Erde um ihn kreist, sondern die Sonne Spenderin des Lebens ist, die Sonne die Kraft ist, aus der wir hier leben, und Sonne insofern nicht zufällig in alten Kulturen eine Gotteserscheinung war oder Gott selber, dass diese symbolische Kraft der Sonne einen Wahrheitsgehalt enthält, der ernst genommen werden will, der jetzt eben mehr aussagt, als dass auf der Sonne, ich weiß nicht, so und so viel Energie per Tag umgesetzt wird oder wie auch immer, wahrzunehmen, dass die symbolische Wahrnehmung von was auch immer, Sonne, Rose, religiöse Symbole, aber auch ganz einfach, ich habe das in dem Artikel auch angesprochen, dass ein Weg mehr ist als einfach etwas, was auf der Landkarte oder auf einer Straße sich zeigt, sondern das Weg hat eine existenzielle Bedeutung von uns. Wenn wir Weg sprechen, da flammt etwas auf an inneren Weg, was Weg sein kann, dass diese Kraft der Imagination uns Wirklichkeit anders wahrnehmen lässt. Und Shelley Sachs macht das in ihrer Arbeit auf vielfältige Art und Weise. Zum Beispiel, indem sie Bäume anders ernst nimmt, indem sie spricht, einen Teil ihrer Arbeit ist die University of Trees, wo sie erlaubt oder wo sie uns einlädt, Bäume jetzt nicht nur einfach als dieses biologische Ding da wahrzunehmen, sondern etwas, was eine Universität darstellt. Und dann Menschen, das ist dann Teil ihrer sozialen Plastik, mit diesen Bäumen sein lässt. Und Bäume verändern sich, wenn sie als Universität wahrgenommen werden. Und sich in solche imaginativen Welten hineinzubegeben und zu sehen, dass hier sich Wirklichkeit erschließt, ist, glaube ich, ein wichtiger Akt für uns als Kultur, um mit Wirklichkeit auf eine positive, kreative und lebensförderliche Weise umgehen zu können. Und da ist sehr viel, was von Beuys, sozialer Plastik und von Menschen wie Shelley Sachs gelernt werden kann. Mhm. Ja, und ich finde bei Shelley Sachs auch spannend, sie nennt ja diese Praktiken, die sie entwickelt hat, verbindende Praktiken. Mhm. Das ist ja ein schönes Beispiel mit dem Verbunden, also diese Verbindung, Verbundenheit zum Baum, eben jetzt nicht als Objekt, sagen, das man jetzt irgendwie wissenschaftlich messen kann, nur, sondern eben wirklich als Wesenheit, als ein mir, mit mir anwesendes Leben. So. Und das finde ich spannend, weil diese verbindenden Praktiken, auch dieses Imaginative, ja auch einen anderen menschlichen Bezug eröffnen. Also es ist ein anderes Gespräch auch über die Welt, über Zukunft, über Erfahrung, wenn dieses Imaginative auch Raum hat. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal so ein Erdforum mit Shelley Sachs mitgemacht, also eins dieser Praktiken, wo es darum geht, ja wirklich auf der Erde zu gehen und wirklich dieses Gehen auf der Erde mal tief wahrzunehmen und sich dann darin zu begegnen und dann auch miteinander so in seinem imaginativen Prozess zu finden, was, ja, wie kann denn diese Erde sich eigentlich in Ganzheit aus sich selbst heraus, aus ihrer eigenen Schönheit weiterentwickeln? Und was sind da eigentlich so Imaginationen, die man da miteinander teilt, und dann auch einen Weg findet, wie man selbst da vielleicht dazu beiträgt? Aber das ist ein anderer Prozess, als jetzt sich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, also Moment mal, wir haben jetzt hier ein Problem, ein ökologisches, was können wir tun? Das ist ja auch gut, aber
dieses Imaginative, dieses Innere, sie spricht ja auch von dem inneren Atelier, in dem man sich dann treffen kann, da kommen eben wie bei Beuys auch diese schöpferischen Kräfte, werden da so aktiviert und erlauben irgendwie ja auch nochmal mehr, mehr Kreativität, mehr ästhetische Berührbarkeit und so ein Gestaltungsempfinden für einen selber und im Miteinander. So. Das Gestaltungsempfinden ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil es direkt sich auf diesen Beuyschen Begriff der sozialen Plastik bezieht. Die soziale Plastik, man kann viel darüber sprechen, aber eine Dimension, die mir entscheidend erscheint, ist, dass unser soziales Wesen, unsere Gesellschaft, eben nicht nur ein instrumentelles System ist, das jetzt durch Systemanalysen sich verständlich machen kann, all das ist gut und wichtig, sondern dass ich den Blick ändern kann und das Ganze nicht jetzt als ein funktionelles System wahrnehme, sondern als Plastik. Das heißt hier einen ästhetischen Blick. Eine Plastik hat immer die Frage nach der Form, nach der Stimmigkeit der Form, nach dem, was die Form spricht, nach dem, wohin die Form zieht. Und wenn wir den Blick eben auf unser gesellschaftliches Ganzes in dieser künstlerischen Art und Weise erweitern, auch so verstehe ich, jeder Mensch ist ein Künstler, weil wir die Gesellschaft jetzt nicht nur als Sozialingenieur verstehen können, sondern eben als gesellschaftlicher Künstler. Und dann die Frage nach der Schönheit der Gesellschaft oder auch die Frage nach der Hässlichkeit oder Provokation dessen uns erlaubt, anders in diesen gesellschaftlichen Prozess einzugreifen und dann insofern eben sozialer Künstler zu werden, als es hier auch um Ästhetik im gesellschaftlichen Ganzen geht, um Formkräfte, um die Frage nach der Schönheit, die Frage nach der Güte und Fragen, die sich anders stellen, als wenn ich das als Sozialingenieur stelle. Diesen anderen Blick zu öffnen, erlaubt uns, Gesellschaft nicht nur anders wahrzunehmen, sondern eben auch anders zu gestalten. So erlebe ich die Arbeit von Beuys und auch von Menschen wie Shelley Sachs als Aufruf an uns alle. Mhm. Ja, und was ich da auch wichtig finde, und das hat mich jetzt bei der Arbeit an der Ausgabe auch nochmal so berührt, auch, dass Beuys auch, also dieser andere Blick auf Gestaltbarkeit der Gesellschaft kommt ja bei ihm auch wirklich aus einem anderen Menschenbild. Also dieses, jeder Mensch ist ein Künstler, heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie im Künstler in dem Sinne sein kann oder soll oder so, sondern dass eigentlich in jedem diese schöpferischen Kräfte anwesend sind. Und ich fand es auch berührend, auch zu hören, zum Beispiel von dem Volker Harlan, wie Beuys offensichtlich vermochte, sich darauf so einzulassen in Menschen, die zu ihm kamen. Also mit dem, was er als eine sehr große Liebesfähigkeit und Einfühlungsvermögen beschrieben hat, zu schauen, was, also so habe ich es dann irgendwie empfunden, was ist denn da der besondere Funken, um es mal so zu sagen, das Schöpferische in diesem Menschen jetzt. Und das finde ich eigentlich auch einen sehr wichtigen Aspekt, auch weil wir in einer Zeit leben, die eben doch seit Beuys-Zeiten in vielen noch durch Digitalisierung und wie sich auch die Instrumentalisierung von Gesellschaftsprozessen so fortgesetzt hat, irgendwie den Blick auf den Menschen als diesen kreativen, schöpferischen, einzigartigen Impuls so gesetzt hat und auch die soziale Plastik ja wirklich aus dieser schöpferischen Kraft, die in jedem Menschen wohnt, die freizulegen und der Raum zu geben, sich zu zeigen und daraus dann gemeinsam an dieser großen Plastikgesellschaft mitzuwirken
Und da drin auch, er hat es ja auch als diesen Wärmestrom manchmal bezeichnet, dass dann in der Gesellschaft auch diese Verbundenheit, diese, ja, vielleicht sogar Liebe irgendwie zum Ausdruck kommen kann, dass wir eben gemeinsam daran mitwirken können und eigentlich von unserem innersten Menschsein auch wollen. Also dass das eigentlich in uns angelegt ist, als dieser schöpferische Lebensimpuls. Nee, das ist ein guter Punkt, weil diese Betonung des Schöpferischen im Menschen ist auch ein Aspekt mit diesem, jeder Mensch ist ein Künstler, oder umgelegt auf den Titel von unserem Magazin Kunst öffnet Welten, wahrzunehmen, dass wir hier eben nicht nur in irgendwelchen Routinen des Alltags oder in irgendwelchen berechenbaren Entscheidungsmodi eingebunden sind, sondern dass wir als Menschen durch unser Menschsein eine schöpferische Dimension in uns haben, die, indem wir uns auf sie einlassen, wir sie öffnen können. Und dieses Einlassen auf unsere Schöpfungskraft, unsere kreative Schöpfungskraft, etwas ist, das uns zutiefst eigentlich zu unserem Menschsein in einer tieferen Weise bringt. Und dass dieses Eingebundensein in die Algorithmen unserer Wirklichkeit auch ein Verkümmern unserer Schöpfungskraft mit sich bringt. Und dass hier ein Besinnen auf eine andere Bewusstseinskultur auch ein Besinnen auf unsere Fähigkeit, schöpferisch gemeinsam Wirklichkeiten zu schaffen. Und hier eben auch diesen Blick gemeinsam zu halten und im Gespräch, im Dialog zu entwickeln. Eines der Dinge, die mir in den Gesprächen aufgefallen ist, was mir vorher gar nicht so bewusst war, dass eine der Hauptaktivitäten von Beuys eigentlich darin bestand, Gespräche zu führen. Also all diese Kunstaktionen, für die man kennt, waren eigentlich zum Gutteil einfach Provokationen, die nichts anderes ist falsch, aber die unter anderem einfach Leuten, die provozierten sollten, Stellung zu nehmen, um miteinander in Beziehung und ins Gespräch zu kommen. Das heißt, diese Provokationen waren auch der Versuch, uns zu öffnen, damit zwischen uns Impulse in Bewegung kommen. Und insofern finde ich auch unsere Arbeit, jetzt meine ich Evolve, mit Beuyschen sozialen Plastik einfach sehr verbunden, weil das, was wir mit dem Magazin versuchen, Impulse in die Gesellschaft zu setzen, dass diese Zeitschrift einfach aufliegt, bei Menschen liegt, mit den Evolve-Salons Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, dass hier Impulse miteinander in Bewegung und in Lebendigkeit kommen, sehe ich, das mache ich jetzt ein bisschen hochgetrabt gesprochen, aber ich sehe es trotzdem so, ich sehe das als gelebte soziale Plastik. Ich erlebe, was wir mit Evolve, Evolve Magazin, Evolve Radio, den Evolve Salons, Evolve Live versuchen und dahinter eben auch diese ganze Dialogpraxis, die wir Merchant Dialogues nennen, als einen Versuch einer sozialen Plastik, damit hier sich menschliche Kreativität miteinander in Verbindung finden kann. Und insofern erlebe ich das, was wir machen, wirklich unter anderem sehr stark in der Tradition von Beuys. Ja, das erlebe ich auch so, dass eigentlich der Dialog eine Form von sozialer Plastik ist und dass Beuys da auch auf diese Fähigkeit oder diese Möglichkeit sehr stark hingewiesen hat, dass das eben möglich ist, den gemeinsamen Beziehungsraum eben aus dieser schöpferischen Kraft des jedes Einzelnen dann gemeinsam zu bewegen und dass darin eben auch was Neues sich zeigen kann, was vorher noch nicht da war. Und da empfinde ich eine große Nähe, eine große Verwandtschaft auch zu dem, was wir mit Emerging Dialogues beschreiben, dass etwas sich zeigt, sich etwas emergiert. Und ich glaube auch, dass es gibt ja sehr viele Wir-Raum-Praktiken, auch wir haben ja in dem Magazin die Aravana Hayashi auch interviewt, die sehr eng mit dem Otto Sharma zusammenarbeitet, der das Pre-Sensing entwickelt hat. Und die Aravana Hayashi das so
mit dem Körperarbeit und Tanz verbindet, als was sie als Social Presencing Theater bezeichnet. Also das ist ja auch, kann man sagen, auch eine Form von sozialer Praxis, Plastik, auch dieses Presensing und die Theorie U von Otto Scharmer und viele andere, die diesen Wir-Raum, den Beziehungsraum zwischen Menschen als etwas Gestaltbares erleben, in dem sich dann ja auch etwas Mögliches, etwas Zukünftiges zeigen kann und eben oft mehr in Bildern oder in schöpferischen Impulsen, die dann verwirklicht werden können oder in konkreten Situationen umgesetzt werden können. Also die Haravana Hayashi beschreibt so einen Prozess ganz schön in dem Interview auch. Also ich glaube, da gibt es viele Bewegungen so in diesem in dieser Praxis einer Gestaltung, einer neuen Gestaltung von Wir-Räumen, wo Beuys so ein Impulsgeber ist für diese Möglichkeit. Und dieser Möglichkeitsraum, eine, die das, glaube ich, auch sehr im Großen angesprochen hat, ist die Hildegard Kurt, auch eine Schülerin der zweiten Generation von Beuys und der sozialen Plastik, die hier das auch angesprochen hat, mit dem erreichten Epochenrand, in sich auch ein sehr poetisch formulierter Begriff, der aber auch, und das in dem Gespräch mit ihr kam das sehr deutlich raus, wie wir hier wirklich an einem Epochenrand von etwas stehen, wo eine Epoche zu Ende geht. Und ich glaube, wir erleben das alle gerade, dass diese kulminierende Systemkrise, in der wir sind, eben auch als Epochenrand wahrgenommen wird. Wir sind randständig. Wir wissen oder wir ahnen, dass etwas radikal zu Ende geht, aber wir wissen noch nicht, was sich hier eröffnet. Und dass diese Praktiken des sozialen Miteinanders und auch der Imagination diesen Epochenrand insofern öffnen, als sie in der Imagination freilegen, was hier werden kann. Und dass in dieser Sensitivität auch soziale Arbeit geleistet wird, weil dieser Übergang nur dann wirklich geleistet werden kann, wenn sich zuerst mal in unserer Imagination das Neue zeigt, damit das dann auch inkarnieren kann. Und insofern ist dann auch wieder zurückkommend auf das, was wir machen, natürlich viele andere auch, in dieser Praxis des sozialen Dialogs eine Praxis des Wahrnehmens, des tiefen, auch ästhetischen Wahrnehmens der Ganzheiten, in der wir sind, bis hin zu auch existenziellen, heiligen Realitäten und Möglichkeitsräumen, in denen sich das Ganze entfalten kann. Und all das ist eine ästhetische Praxis, die wir gemeinsam in Gespräch bewegen, wo es nicht nur um faktisches Wissen und Abgleichen von Wissen geht, sondern wo sich neue Räume eröffnen. Und in diesem Eröffnen von neuen Räumen wird, glaube ich, auch eine entscheidende gesellschaftliche und kulturelle Arbeit geleistet. Und in dem Sinn, glaube ich, dass einfach Kunst als Ganzes gesellschaftlich entscheidend ist und der Beitrag, den Beuys hier eröffnet hat, hier noch einmal konkret fokussiert, was Kunst leisten kann und leisten soll. Ja, und auch mit Hildegard von Kurt in dem Gespräch fand ich auch sehr beeindruckend, wie sie diesen Epochenrand ja auch so beschreibt als diese, sage ich, moderne Verfasstheit einer Trennung von der Welt, jetzt mal ganz verkürzt gesagt, und wie dieses Hinausschauen über diesen Epochenrand nach diesen wirklichen existenziellen Verbundenheit Ausschau hält, muss man so zu sagen, und das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, und wie sie sich dann auch auf indigene Formen rückbezieht. Und das ist ja auch das Spannende an Beuys, dass er ja auch das Schamanische so gelebt hat, auch die Mythen, das Mythische eben auch angesprochen hat. Und das finde ich schon auch nochmal so einen wichtigen Aspekt, dass er da auch
nach meinem Empfinden so eine Integration versucht hat, ne? Dieses mythische, schamanische, man könnte sogar sagen indigene, eben diese wirkliche tiefe Verbundenheit mit dem Lebendigen, auch diese Mitempfinden mit der Schöpfung, das spielt ja auch in diesem Toten Hasen, spielt es ja auch mit rein und in anderen Arbeiten auch von ihm. Und das aber nicht jetzt so als so ein Rückbezug auf eine Vergangenheit, sondern das mit auch einem erweiterten Verständnis von Denken als schöpferische Kraft, das so zu, ja, es ist für mich so eine Suche nach einer Integration, nach einer Synergie von einer verlorenen Verbundenheit vielleicht und einer gewonnenen Reflexionsfähigkeit so zu einem neuen, zu einer neuen Ganzheit. Und insofern ist es natürlich auch eine Einladung, sich an dieser Bewegung zu beteiligen, an diesem, das gemeinsam all diese Dimensionen im Dialog zu bewegen. Und das ist ja auch das, was wir mit dem Magazin wollen. Das ist das, was wir auch mit diesem Radiobeitrag hier wollen. Das heißt, es ist auch eine Einladung, sich in den Evolve Salons oder auch in welcher Form auch immer Impulse geben zu lassen und Impulse aufzunehmen, um daraus neue Impulse entstehen zu lassen, was auch immer das sei. Und daraus entsteht ein Gewebe des sozialen Ganzen. Und wenn das gelingt, habe ich das Gefühl, dass auch ein Teil dessen gelingt, was wir als unsere Arbeit von Evolve verstehen, hier eben im Sinn der sozialen Plastik Impulse zu geben, Impulse zu öffnen, einfach auch neue Impulse auszulösen, die dann hoffentlich auch wieder über uns oder über andere Ecken zurückgespielt werden. Wenn das gemeinsam gelingt, sind wir gemeinsam Übergänger an diesen Epochenrand zu etwas Neuem. Und ich bin sehr neugierig, wie sich diese Gespräche jetzt auch in Folge dieser Ausgabe von Evolve entwickeln werden, was für persönliche Gespräche daraus entstehen, was für Gespräche in den Evolve-Salons daraus entstehen und auch welche Leserbriefe entstehen. Auch all das gehört dazu. Insofern, Mike, herzlichen Dank, dass du hier gekommen bist. Danke allen Zuhörern, Zuhörern fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen den einen oder die anderen dann in einem Evolve-Salon vielleicht. Ja, vielen Dank auch von mir. Einen schönen guten Abend.